Herzlich willkommen zurück, Leute, zu Jurassic World The Game. Ich habe die Neuigkeiten übersprungen. Ich zeige sie nochmal. Ja, hier. Ich habe schon gesehen, dass es hier dieses Event gibt, das ich sehr gern mag, wo man 9 Dinos besiegen muss, soweit ich weiß. Ich glaube, es waren 9. Auf jeden Fall ein sehr cooles Event. Ich finde, das macht sehr viel Spaß. Und ihr habt ja gemerkt, es kam jetzt halt länger um kein Video mehr. Es ist jetzt halt gerade wieder bei mir Schulbeginn, das Ganze. Ich hoffe, es stört euch nicht, wenn ich jetzt wieder öfters Jurassic World bringen werde, weil das halt einfach am einfachsten aufzunehmen ist. Ich meine, insgesamt stört es euch ja auch anscheinend nicht und das finde ich gut. Und ja, das ist halt ein bisschen schade für die Leute, die gerne meine anderen Videos gucken. Klar, Ark kommen jetzt schon, vielleicht sogar 2 Folgen. Definitiv eine, weil jetzt bald ein Update kommt oder es sollte heute kommen. Aber wie es scheint, kommt es doch erst morgen. Und da kommt safe ein Video und wahrscheinlich noch ein zweites. Und was ich in dem Video mache, werden wahrscheinlich die meisten schon geahnt haben. Es wird mit Jurassic World zu tun, sage ich, kann ich bloß sagen. Aber ich möchte nicht zu viel verraten, das werden eh schon die meisten wissen. Aber ja gut, um was es mir eigentlich auch ein bisschen geht, vielleicht kann ich ein bisschen was erzählen und so, während wir unseren Sucuripterus endlich auf Stufe 40 bringen werden. Um was es mir vielleicht ein bisschen geht, ist... einmal das jetzt halt wegen den Videos, dass jetzt halt erst ein bisschen Jurassic World kommt. Klar, das andere wird jetzt nicht komplett ausgelassen und so, aber es liegt halt einfach daran, dass wenn das überhaupt Videos kommen, dass ich halt eher was Leichteres jetzt bringe, was ich schneller machen kann. Bei mir ist generell das Problem so, ich weiß nicht, ob es ein paar kennen, aber man nimmt sich was vor. Zum Beispiel habe ich ja gesagt, ich will so Top 10 Videos machen. Dann macht man eine Folge und macht es nicht weiter. Es hat nichts damit zu tun, dass ich keinen Bock drauf habe. Ich habe total Lust auf diese Top 10 Videos. Sondern dass mir einfach ein bisschen, dass so die Zeit halt fehlt. Das Problem ist halt, ich möchte es dann schon machen, so, aber es hat dann echt viel geschnippelt und das verschiebe ich dann manchmal. Weil bei mir sieht mein Zeitplan sieht so aus. Ich komme nach Hause, erledige mein Zeugs. Wahrscheinlich lerne ich ein bisschen was. Spät Nachmittag oder abends nehme ich meistens was auf. Manchmal mit Freunden, kommt aufs Spiel an, wenn es Ark ist. Oder meistens allein halt Jurassic World oder andere, Jurassic Park Corporation Genesis, sowas halt. Und das Problem ist halt dann einfach, ich lasse es dann hochladen und währenddessen mache ich meistens was mit meinen Freunden, weil wir haben dann unseren TS, ich spiele dann gerne mit denen, ich glaube, das kennen die meisten. Und ich tue dann immer nebenbei, wenn gerade irgendwie, zum Beispiel spielen wir Heroes of the Storm, gibt es immer die Ladezeiten. Währenddessen werde ich dann meistens das Video ja fertig machen, indem ich die Beschreibung erstelle, mir kurz angucke. Und ja, so ist halt mein Alltag und das Problem liegt halt auch ein bisschen daran, dass ich halt dann gerne mit meinen Freunden was unternehme in meiner Freizeit, als immer nur Videos zu machen. Es macht mir schon Spaß, aber ich möchte halt sagen, ich möchte halt auch mit meinen Freunden immer gerne was machen. Und ich hoffe, das verstehen die meisten, dass ich dann halt gerade momentan eher Jurassic World bringe, dass ich halt während dieser nervigen Schulzeit momentan jetzt ein bisschen auch noch Videos rausbringen kann. Das ist halt dann eher Jurassic World, weil es ist leicht aufzunehmen, ganz einfach. Und wir haben den jetzt endlich auf Stufe 14, den Sucuripterus. Hat sehr viel Leben. Und ich hoffe, wir werden nächstes Mal dieses dreckige, unmögliche Event, wo es anscheinend einen Bug gibt, schaffen. Denn das nervt mich so hart, dieses Event, wo du nicht verrecken darfst. Ja, genau. Alter, wie die da liegen, das sieht so cool aus. Naja. Gut, ich möchte noch jemanden auf Stufe 40 bringen. Denn ich habe jetzt 8 Stück vom Blesiosaurus. Den werden wir heute auch auf Stufe 40 bringen. Und ich habe da schon vorgearbeitet wie beim Sucuripterus. Das heißt, wir müssen jetzt noch den hier aufleveln. Dann haben wir ihn auf Stufe 40. Und mir fällt gerade auf, wir haben einen zu viel. Könnte ich verkaufen. Ist gut so. Dann kriege ich wieder ein bisschen DNS. Musste ganz schön viel DNS ausgeben für die ganzen Spackos. Aber ja. Genau, wie gesagt, Top 10 Video. Da wird schon bald eins kommen. Bitte, bitte denkt nicht, dass ich darauf keine Lust habe oder so. Es liegt halt eher daran, dass halt eine Zeit fehlt und dass ich dann halt... Es hat indirekt schon mit Lust zu tun, weil ich dann halt gerne was anderes, lieber etwas anderes gerade mache. Aber insgesamt denke ich mir dann immer so, sagen wir mal, wo ich die meisten Ideen immer finde oder wie soll ich sagen, die meisten Ideen in meinem Kopf durchschießen, ist, wenn ich im Auto sitze, wohin fahre, nebenbei ein bisschen Musik höre und dann denke ich mir immer so, ah, ich könnte Top 10 meiner Lieblingsspiele machen. Ich könnte in Ark das und das machen. So vieles habe ich dann immer vor. Und dann, wenn ich zu Hause bin, denke ich mir, oh Gott, muss das hochladen, ich muss auch noch das und das machen. Also, ja, und dann, wenn ich Freizeit habe, denke ich mir lieber, ach komm, spielst jetzt mal ein bisschen was mit deinen Freunden. Letztes Video da schnell hoch. Ich hoffe, ihr versteht das alles ein bisschen, aber es hat
streng genommen eigentlich nichts mit der Lust zu tun, sondern eher mit der Zeit und dem Ganzen, dass ich halt auch noch gerne was mit meinen Freunden machen möchte. Aber ich werde schon demnächst, ich hoffe, ich schaffe es demnächst, ein zweites Top 10 Videos machen. Denn ich habe das ja eigentlich so gesagt, zu 4000 Abonnenten zu machen. So eine Art Top 10 von mehreren. Oh cool, Stufe 40 erreicht mit einmal. Ja, und jetzt mittlerweile habe ich ja schon 5000 Abonnenten. Und das ist schon Hammer. Ich überlege momentan immer noch, was für ein Special ich mache. Denn ich möchte 5000 unbedingt ein Special machen. Ich schau mal, vielleicht irgendwie mit meinem Kumpel was zusammenspielen. Mal gucken. Auf jeden Fall möchte ich da irgendwas machen, was ich mit vielen meiner Freunden mache. Irgendwas Lustiges. Mal überlegen. Ich würde nur mal kurz die Stats von Blesiosaurus mir anschauen. Ich bin nämlich da gerade nicht mehr so sicher. Ja, also er ist so wie der Mosasaurus, ein Allrounder, aber ein schlechterer Allrounder als er. Ja, vom Preis, das passt schon. Er ist nicht schlecht, aber auch nicht Bombe. Das passt schon. Passt schon. Gut, ich möchte dieses Event schaffen. Will ich nur wiederholen. Ich möchte das hier schaffen, weil das ist möglich. Das ist machbar. Da Sucuruptorus reiht sich nach Kolasaurus ein. Passt. Und ja, neuen Gegner. Wen nehmen wir da mit? Ich weiß nicht, ob die so stark sein werden, die Gegner. Ich weiß es nicht. Und was ich auch noch sagen wollte, ich lese immer wieder so viele Teams. Wirklich, da gibt es auch manche Leute, die schreiben dann immer, bitte, so viele Teams. Ich hoffe, du nimmst eins. Bei solchen Leuten denke ich mir, oh, ich muss dann safe ein Team nehmen. Aber ich mach's dann nicht oder so, weil ich halt in der nächsten Folge keine Fights mache oder irgendwie bestimmte Teams brauche, die nicht eingesendet werden. Deswegen, Leute, es wird wahrscheinlich so sein, dass ich jetzt seltene Teams nehme, weil halt solche Events kommen, wo ich mir selbst ein Team halt zusammenbaue. Aber wirklich, danke, dass ihr das einsendet. Ich sehe das. Ich gucke jeden Kommentar an. Also, das passt. Ich lese das und worauf sie halt raus wollen. Sie wollen halt auch noch genannt werden. Ich kann mir auch nächstes Mal einfach ein paar Namen aufschreiben und so. Und werde es dann auch vielleicht jetzt mal wieder ein bisschen öfters nehmen. Aber was ich auch noch wiederholen möchte, ist, Leute, die nicht in Jurassic World folgen, Teams reinschreiben. Klar, sie wollen irgendwie, dass das Team rankommt. Die werden nicht genommen. Ganz einfach. Das bringt nichts, wollte ich nur mal sagen. Das müsst ihr gar nicht machen. Das ist nicht böse gemeint von mir, aber die nehme ich nicht. Ich schaue mir immer die letzte Folge davor an, beziehungsweise die Kommentare, und nehme da ein Team raus. Ich schaue mal, ob ich jetzt ein Team finde, weil gegen die Leute ist es ja eigentlich kein Problem. Gegen die Gegner da. Probier mal von Markus Pennekamp, Carnoraptor, Spinoraptor und Drodon. Halt, die Reihenfolge ist anders. So. Ah, cool. Die sind ja auch dann nach Stärke sortiert. Geil, wusste ich gar nicht. Also ich sehe immer wieder Leute, die teilen da schön die Teams auf. Stark, mittel, schwach und das Ganze. Wirklich. Die, und auch die dann mir immer so schreiben, ja, du hast es verdient. 5000 Abonnenten, herzlichen Glückwunsch. Wirklich, danke, Leute. Wirklich an alle von euch. Danke. Und wenn auch immer, es fragen immer noch wieder Leute nach Jailbreak nach. Und das Ganze. Ich kann es nur immer wieder sagen, es geht momentan. Oh fuck, ich habe gerade einen Denkfehler gehabt. Mist. Ich wollte sagen, oh Bug, dass das wie gesagt nicht mehr geht. Es geht nicht mehr. Oder wenn es geht, dann müsste diese alte iTunes-Version haben. Aber die gibt es halt nicht mehr zum Downloaden. Was dann halt heißt, es ging erstens nur bei iOS 8, bei iOS 9 gibt es noch kein Jailbreak. Ich rede jetzt von Apple, bei Samsung und Android, also Android generell halt, nicht und. Kenne ich mich nicht aus. Wie gesagt, da müsst ihr es nämlich selbst nachschauen, also im einen Punkt gesetzt. Naja, wollte ich nur mal so sagen. Gut, was macht er jetzt? Er setzt alle 5 Punkte, weil er uns wahrscheinlich mit 3 getötet hätte und wir hatten 2 ja noch über und er hätte gedacht, wir hätten noch Verteidigung. Gut, jetzt mal konzentrieren. Und ich hoffe, wir haben dann mal die Amphibien hinter uns, weil die sind halt ein großes Problem, wenn man nur Fleischfresser im Team hat. So, down. Jetzt hat Pteranodon. Alter, ein Drodon Level 35 kommt dann. Was ist denn das für ein... Ach du Scheiß. Ich glaube, wir brauchen ein stärkeres Team. Und ich glaube, wir schaffen das nicht. Ich glaube, der hat 3er Verteidigung. Ja, hat er. Wenn er jetzt mit ein paar Punkten angreift, das wäre echt geil. Sch
schön. Jetzt haben wir nämlich eine bessere Situation als davor. Jetzt hat er nämlich safe einen Punkt auf Verteidigung. Jetzt müssen wir drei Punkte setzen. Vier safen, einer Verteidigung. Genau. Und jetzt hoffe ich, dass der Kandidat hier uns nicht tötet. Er hat zwei Punkte. Deswegen setzen wir vier Punkte. Schön, dann ist er auch noch down. Ostaposaurus Level 7. Alles klar. Er one-hittet uns nicht. Wenn wir Glück haben, tötet er uns. Ich war ja denkt, wir hätten genau vier Punkte auf Verteidigung. Der ist gar nicht mal so stark, merke ich gerade, weil der nur Level 7 ist. Das ist ganz gut. Genau, perfekt. Und er ist auch noch down. Schön. Oh fuck. Drodon Level 40. Ja, jetzt sind wir down. Ja, ist jetzt 5 Punkte wahrscheinlich. Jawohl, wir sind tot. So. Was? Wie viel Drodons hatten der? Das ist da hinten. Kommt, ich sehe schon den dritten. Was ist denn das? Oh, scheiße. Jetzt ist dann auch mal wieder gut hier. Indominus Level 27. Okidoki. Ja. Ich hoffe, er denkt, wir hätten hier Verteidigung. Hätte Indominus jetzt. Ich hoffe, der denkt es. Sonst sind wir down. Wir sind safe down. Er setzt nämlich 6 Punkte und wir sind tot. Und das wäre der letzte gewesen. Und wir hätten so oder so nicht gewonnen. Denn, ja, er hatte 6 Punkte. Und er hat schon damit gerechnet, dass wir 4 Verteidigung haben. Ja, das Team war ein guter Versuch von uns. Hat leider nicht gereicht. Ich schaue mal, ob ich ein starkes finde. Ja, finde ich. Ich nehme jetzt von Firecrush das Team. Der hat schon 3 schöne Listen also gemacht. Stark, mittel, schwach. Und dann nehme ich jetzt das starke Team. Das wäre Indominus Rex, Kolasaurus und Sucurypterus. Und wisst ihr was? Wir setzen den Sucurypterus vor, damit wir den auch noch sehen. Weil ich glaube, dass der Indominus uns dann wegstirbt, weil dann die ganzen Amphibien kommen. Naja, gut. Auf was ich auch noch hinweisen möchte ist, ich habe jetzt mittlerweile, klar, wenn ich immer sage, mit Anerkennen und so erreicht, denkt man gleich, oh, der Typ muss 1 Million Abonnenten haben. Nein, das meine ich damit nicht. Aber was Jurassic World angeht, werden meistens meine Videos als erstes angeschaut, wenn man es deutsch sucht. Was auch cool ist. Aber was ich sagen möchte, ist eigentlich, nicht, dass der Akku fast leer ist, sondern, dass dadurch, was nicht vermeidbar ist. Oh, scheiße. Wir sind tot. Scheiße. Ah, nee, aber wenn jetzt. Ah, okay, lol. Wir safen jetzt, weil jetzt hat er 3 Punkte Verteidigung und ich möchte eine bessere Situation haben. Nee, was ich eigentlich sagen wollte ist, man kann Werbung und das Ganze nicht vermeiden. Und bei mir ist halt so Werbung. Hey, look there, I found, bla bla bla. Das sind alles so Spam-Kanals, die irgendwelche Links senden. Die Links führen aber dann zu Viren, auch Spionageprogrammen und was weiß ich. Also sobald ihr kein Antivirensystem habt, habt ihr ein Problem. Denn, oh shit, der Dominus ist weg. Das ist alles fake. Das heißt, nicht draufklicken, den Kommentar melden oder einfach ignorieren, denn ich lösche die meistens. Es ist zwar ab jetzt langsam sogar ganz schön viel Arbeit geworden, das immer wieder zu löschen, weil das kommt jetzt fast in jeder Folge, was echt krass ist. Aber auf solche Kommentare nicht reagieren. Ich möchte nicht, dass ihr euch ein Virus oder irgendwas anderes einfängt. Weil es ist alles fake. Ja, das wollte ich damit gesagt haben. Also nicht darauf reagieren. So, jetzt machen wir das gleiche. Jetzt haben wir nämlich 3 Punkte auf Verteidigung. Genau. Und das hat er jetzt gleich nicht mehr. Wenn er jetzt nämlich ein bisschen mehr Punkte setzt. Oder gar keinen. Jetzt hat er 2 Punkte auf Verteidigung. Kann aber. Wahrscheinlich hat er 2 Verteidigungen. Und da 2 reichen, um ihn zu töten, setzen wir 4. Oder nur ein Shit. Jetzt hat er sogar 3 gesaved. Scheiße. Jetzt hat er 7 Punkte und ich glaube, er kann uns töten.
Nee, halt kann er nicht. Der hat den schwachen Ostaurosaurus. Passt schon. Jetzt hat er 5 Punkte Verteidigung. Es lohnt sich nicht, ihn anzugreifen. Er wäre zwar One-Hit, das heißt, wir könnten 6 Punkte setzen, aber ich spiele lieber ein bisschen sparsamer. Lass ihn jetzt mit 4 Punkten was machen. Okay, jetzt hat er 3 Punkte Verteidigung. Das ist besser als davor. Das heißt nämlich, wir können nochmal volle 4 Punkte saven, anstatt davon nur 2. Oh, das ist halt immer schöner. So, Sucuryptos ist echt ganz schön nice gegen Amphibien. Vor allem, ich merke letzter Zeit, dass ganz schön oft Amphibien von Lydia benutzt werden in den gegnerischen Teams. Oder vielleicht ist es auch nur bei mir so, weil Amphibien die einzige Abwehr gegen mich sind. Weil ich halt, das ist auch bei den meisten mit Sicherheit so, dass die stärksten von denen Fleischfresser sind. Weil Fleischfresser, die haben einfach die besten Stats und es gibt so viele. So, jetzt sind wir nicht direkt down, aber unser Sucuryptos ist down. Also ziemlich sicher, sagen wir mal so. Yo, wir hatten Glück. Er hat gedacht, wir hätten die 3er Verteidigung und da ein Punkt nicht reicht, um ihn zu töten. Hat er nicht angegriffen. Das ist schön, schön, schön. Ja, was machen wir jetzt? Ich greife mit 4 Punkten an und save 3. Ich hoffe, er hat 2er Verteidigung. Ah, er hat nur 1er Verteidigung. Ich wollte sagen, ich hätte auch mit 3 angreifen können, weil er es die ganze Zeit so gemacht hat. Ja, jetzt sind wir down. Aber haben safe gewonnen. Er hat 3 Punkte noch. Die wahrscheinlich auf Verteidigung. Da wir nur 2 Punkte brauchen, um ihn zu töten, was heißt, wir müssten insgesamt 5 Punkte setzen, ist der Safe Down, weil wir haben 7 Punkte. So spielt man. Und das ist das Problem bei diesem einen Event, was ich letzte Folge nicht geschafft habe. Das ist ohne einen Glitch oder was weiß ich, schlechtere Gegner zu haben, einfach unmöglich. Oder ohne Sucuryptos, wie ich jetzt endlich habe auf Level 40. Unmöglich, weil er hat immer genügend Punkte, um mich dann zu töten. Und wieso kriegt er für den Scheiß nur ein Bronzepaket, Mann? Was ist denn das? Ach ja. Eine etwas kürzere Folge Jurassic World, aber ich hoffe, es hat euch gefallen. Wie gesagt, wenn Videos kommen, wahrscheinlich von Jurassic World, aber ich möchte auch das andere Zeugs bringen. Ark wird auch noch eine kommen, wenn das Update draußen ist. Und ich hoffe, ihr habt noch viel Spaß auf meinem Kanal. Das war ich da, Marcel. Bis zur nächsten Folge. Lasst auf jeden Fall ein Like da. Ciao.